Hier sehen wir ein mikroskopisches Präparat von einer Sprossachse einer Buche. Und die Sprossachse, die ist 3 Jahre alt. Was an dieser Abbildung sehr schön sichtbar ist, das Leitgewebekambium erzeugt gegen innen deutlich mehr neues Gewebe, deutlich mehr sekundäres Xylem, als es gegen außen neues sekundäres Phloem produziert. Das sekundäre Xylem erscheint hier als gelb, das sekundäre Phloem ist das blaue Gewebe, sehr viel dünner. Das Präparat wurde eingefärbt, natürlicherweise hätten Phloem und Xylem nicht diese Farbe. In gemäßigten Breitengraden erzeugen Bäume und Sträucher Jahrringe. Wir sehen diese Jahrringe hier sehr deutlich. Hier wäre einer, hier wäre ein zweiter. Wir greifen uns mal den Jahrring hier vom zweiten Jahr heraus. Man kann hier das Jahr unterteilen. Das wäre der Frühling gewesen. Auf den Frühling folgte der Sommer und schließlich haben wir hier noch den Herbst. Im Frühling erzeugt das Leitgewebekambium mehr Tracheen. Die Tracheen erscheinen hier als weiße großlumige Strukturen im Querschnitt. In den Tracheen wird das Wasser und die darin gelösten Nährstoffe aus den Wurzeln in die oberirdischen Organe transportiert. Im Frühling und Sommer, wenn die Pflanze viel Photosynthese macht, braucht sie viel Wasser und entsprechend machen die oder übernehmen die Tracheen dann diese Wasserversorgung. Im Herbst hingegen erzeugt das Leitgewebekambium mehr Holzfasern. Das sind englumige Zellen mit dicken Zellwänden. Und wenn man hier wieder etwas rauszoomt, dann erkennt man, im Herbst erscheint das Gewebe dichter, kompakter. Anschließend folgt der Winter. Das Leitgewebekambium ruht, es produziert kein neues Gewebe. Und im Frühling, wenn dann wieder Gewebe erzeugt wird, Xylem erzeugt wird mit vielen Tracheen, dann erscheint dieses Gewebe wieder weniger dicht. Wir haben also eine gut erkennbare Jahrringgrenze.